Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Wir sprechen heute mal wieder ums Investieren. Lange ist es her, dass wir darüber ein Video gemacht haben. Ich habe die meisten Tipps ja in den Streams genannt, was man aktuell machen kann. Der Markt ist tot. Wir können jetzt natürlich optimal investieren, aber alles, in das wir investieren, könnten Investitionen werden, die nur langfristig uns Gewinn bringen. Also wir werden Gewinn mit solchen Investitionen machen, da bin ich mir sicher, denn die Leute werden vom WM-Modus nochmal zurück in den normalen Ultimate-Team-Modus gehen. Aktuell, wie der WM-Modus auch aufgebaut ist, würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Leute nicht lange auf dem WM-Modus bleiben, aber sobald die WM wirklich startet, kann ja EA da noch irgendwie was machen, was dazu führt, dass der ein oder andere oder dass viele den WM-Modus weiter spielen werden. Ich bin gespannt, was EA sich einfallen lassen wird, aber es wird auf jeden Fall auch noch Events im normalen Ultimate Team geben und dadurch wird auch dieser noch interessant sein und die Weekend League ist ja auch noch aktuell aktiv. Daher wird auf jeden Fall dieser normale Ultimate Team Modus definitiv noch gespielt und da werden auch nochmal Leute zurückgehen. Ich zeige euch gerade noch mein Team, denn ich denke, der ein oder andere hat es vielleicht noch gar nicht gesehen. So sieht's aktuell aus, beziehungsweise das soll auch unser Endteam sein. Vielleicht werden wir es noch früher oder später schaffen, Maradona Prime Icon mit einzubauen. Aber hätten wir den später gekauft, auch wie Messi, dann hätten wir noch ordentlich was an Coins übrig gehabt und hätten dieses Team noch stärker aufbauen können. Aber ich denke mal, mit so einem Team ist doch jeder zufrieden. Also wir haben hier vorne wirklich die drei stärksten Spieler, die man so haben kann. Mit Messi, Team of the Year, Ronaldo, Team of the Season und Neymar, Team of the Season. Dann Casemiro als Abräumer, den wir holen müssen, damit wir hier mit Ronaldo auf die volle Chemie kommen. Pjanic haben wir gezogen als Untradable-Karte, Maradona wollte ich unbedingt im Team haben, deswegen ist er auch hier drinnen. Roberto auch als Chemie-Spieler mit im Team, sonst hätten wir gerne auch Walker gespielt, den wir gezogen haben. Benatia, Bonucci, Team of the Year und links Roberto Carlos, den ich als Prime-Icon gemacht habe, Tor Handanovic. Kann ich auch noch gar nicht so bewerten, wie stark der ist. Könnt ihr mir ja mal gerne was reinschreiben, wie ihr den findet. Und dann gehen wir in die Investitionen rein. Wie gesagt, das könnten langfristige Investitionen werden, aber die werden sich zum Teil auf jeden Fall lohnen. Denn wir haben ja noch das Footies vor der Tür und dazu habe ich auch noch spezielle Investitionen für euch da. Als allererstes habe ich die Investitionen in die High-Rated-Spieler, die ich euch empfehlen kann. Also kauft euch 88er, 89er Spieler wie einen Boateng. Den habe ich hier 10.750 Coins bezahlt. Der ist jetzt auch wieder am Steigen, schon bei 13.000 Coins, glaube ich. Also die sind auch langsam wieder am Steigen. Der Markt geht langsam wieder voran. Das Team of the Season ist bald vorbei. Der Markt wird sich nochmal erholen und ihr werdet Profit mit diesen Spielern machen. Also High-Rated-Spieler 88er, 89er. Guckt auf die Position, es sollte kein Torwart sein im optimalen Fall. Innenverteidiger sind schon ganz gut geeignet. Außenverteidiger werdet ihr in dem Rating-Bereich gar nicht finden als normale Goldspielerkarte. Aber sonst als Investitionstipp natürlich Außenverteidiger ab einem 83er Rating. Piszczek, den haben wir hier für, das hier war okay, das war eine alte Investition, 3.400 Coins. Für diesen Preis konnte man den damals tatsächlich mitnehmen, aber der Marktcrash kam und dann konnte man diesen Spieler jetzt für 900 Coins erbieten oder auch ersnipen. Also 900 bis 1000 Coins kann man diesen Piszczek bekommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein bisschen hochgegangen ist. Ja, bekommt ihr immer noch für den Preis in etwa 1300 Coins, also dafür kann man so einen Piszczek definitiv mitholen. Wir wissen, wie hoch diese Preise gehen können und wenn man sich das Footies im letzten Jahr mal nochmal angeschaut hat, das habe ich mir angeguckt, letztes Jahr war es ja so, dass erst drei Spieler als lila eine Karte zur Auswahl standen und dann konnte man eine der SBCs machen, um diese Spieler, um diese Karte zu bekommen und wenn man dann diese SBC gemacht hat, hat man quasi auch für diesen Spieler gewotet. Den Tag danach oder zur nächsten SBC wurden dann wieder drei Karten vorgestellt und die Karte, die dessen SBC zuvor am häufigsten gemacht wurde, der hat dann eine Prime-SBC-Karte bekommen, also wurde eben in dieses Footies-Team gewählt, wenn man das so sagen kann. Und von ihm hat man dann eben eine geupgradete Karte erspielen können oder per SBC lösen können und da musste man 84er Rating plus eben eine dieser Karten, die man dort vorher freigeschaltet hat, in die SBC reinhauen. Heißt, 84er Rating ist wieder gefragt, wird wieder gefragt sein und dann braucht man natürlich auch Außenverteidiger, denn wir brauchen auch eine Chemie. Deswegen Piszczek wird auf jeden Fall nochmal interessant. Ich habe euch ein paar Außenverteidiger aufgeschrieben und zwar ist das Alaba, Piszczek,
Valencia und Alves, also Daniel Alves, das sind so vier Außenverteidiger, die mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen sind. Es gibt auf jeden Fall noch den ein oder anderen 83er Außenverteidiger, den man sich holen kann. Schaut euch da einfach mal Footbin ein bisschen um und holt euch ein paar Außenverteidiger. Macht ihr auf keinen Fall was mit falsch. Ihr könnt ja per Footbin auch gucken, was die günstigste 83er, 84er Außenverteidigerkarte ist. Und dann holt ihr die einfach mit. Den Profit habt ihr auf jeden Fall sicher. So, dann haben wir noch Footies-Karten an sich. Und zwar gibt es ja ein paar Kandidaten, die für das Footies auf jeden Fall interessant sind. Diese Karten könnten einen Hype bekommen, beziehungsweise sind diese Karten ja auch Spieler, die oft gespielt wurden. Also Footies-Karten sind ja Karten, die beliebtesten Karten in FIFA 18, beziehungsweise in dem FIFA-Teil, in dem eben das Footies rauskommt. Und da heißt das natürlich auch, dass diese Karten am häufigsten gespielt werden und diese Karten auch wieder interessant werden, wenn Leute sich hier Teams bauen wollen für die Weekend League oder irgendwelche Turniere und hier nochmal im normalen Ultimate Team Modus spielen wollen. Heißt, dass so ein Spieler wie ein Valencia definitiv nochmal gekauft wird, ein Bailly wird nochmal interessant sein. Deswegen kann man sich solche Karten auf jeden Fall nochmal einkaufen, denn die werden auch nochmal hochgehen. Und jetzt gucken wir uns zum Beispiel mal einen Bailly an, der ist mega günstig aktuell. Den haben wir hier für 1600 Coins erboten. Generell ist das Erbieten momentan eine gute Möglichkeit, weil eben ganz, ganz wenige Leute nur im Ultimate-Team-Modus sind. Deswegen kann man durchs Erbieten hier viele Karten günstiger bekommen, als der günstigste Sofortkaufpreis ist. Auch das deswegen jetzt aktuell eine Trading-Methode. Wenn jemand so traden will, versucht es per Erbieten. Da bekommt auf jeden Fall ein paar Spieler sehr, sehr günstig. Ist natürlich ein Tipp für Leute, die nicht so viele Coins haben. Valencia 2300 Coins, ihr wisst, wie die Preise eigentlich von diesen beiden Spielern waren. Auf jeden Fall sehr, sehr günstig aktuell. Und wir wissen auch, dass ein Bailly mit einem 84er Rating so oder so bei einer SBC hochgehen wird. Valencia als Außenverteidiger 83er Rating. Diese beiden Karten sind perfekte Investitionen. Vor allem spielen sie auch noch im selben Verein. Also die sind wirklich optimal geeignet für so eine Investition. Und dann würde ich sagen, das war's schon gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.